Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal. Und ja, schön, wie das Wetter draußen ist. So, zwischen der letzten Folge und dieser Folge sind tatsächlich weit mehr als 5 Stunden vergangen, in der ich hier drinnen rumgepümmelt habe. Und ich habe, man mag es kaum glauben, alles gebrannt an Eisen. Hab mir hier auch schon was zur Seite gelegt, was wir noch benötigen, um gewisse Sachen aufzuwerten. Damit werden wir auch jetzt gleich direkt anfangen. Ab der nächsten Folge ist dann im Übrigen auch der Darko wieder mit dabei. Ich sag's immer wieder gerne, Real Life geht vor. Und das ist auch bei mir und bei Darko der Fall. Also, ja. Darko war ja eigentlich damals nur zur Unterstützung eingeplant und jetzt ist er ein fester Bestandteil von Valheim. Was ich auch sehr klasse finde, ihm macht das Spielen auch Spaß. Was ich auch sehr toll finde, weil es einfach nur ein geiles Spiel ist. Und so, jetzt haben wir die letzten 2 Sachen auf Stufe 3 geupgradet. So wie wir es auch machen wollten, ne? Und jetzt kommt das Highlight, was ich machen will. Ich will mir noch die Kampfaxt machen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Streitaxt. Uraltenrinde, Lederreste, das haben wir natürlich alles. Wenn es auch ins Inventar kommen würde. Und wir da holen uns das restliche Eisen einfach einmal dazu. Snacken ganz kurz ein bisschen Marmelade. So, Streitaxt herstellen. Boah, nice. Und die wird geupgradet. Auch maximal auf Stufe 3. Höher nicht. Denn, ja, höher brauchen wir sie nicht. Und wir werden uns gleich mal die Werte angucken. Die sind jetzt auf Schlitzen 87, 31 bis 75 Damage. Holy shit. Das ist, ja, besser als der Streitkolben sogar. Ich muss ganz kurz mal das Eisen loswerden. Das ist zu schwer für mich. Wie sieht sie denn aus? Alter! Okay, das ist eine Zweihandwaffe. Die ist ja genauso hardcore wie der Hammer. Hier, der Hörsprecher. Holy shit! Die bleibt dabei, also. Die bleibt im Inventar, definitiv. Wie gesagt, Stufe 3 höher nicht. Weil Darko wird seine Sachen auch nur auf Stufe 3 upgraden. So, aber wir legen die Axt erstmal wieder aus der Hand. Holy shit, ey. Was brauchen wir dafür? Nur Eisen. Ich habe ja gesagt, die Hunde kriegen ein neues Tor. Wenn wir bis da hochkommen. Kann ja auch sein, dass sie unterwegs versagen, weil wir zu schwer sind. Und dann werde ich... Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Ne? Und dann werde ich in der Folge noch die 2 Stege da hinten aus Stein weiterbauen. Ich würde sagen, das muss einfach sein, denn, ja. Ich habe keinen Bock, immer das Holz zu reparieren. Oh, ich habe den Hammer noch in der Hand. Oh,
Und ja, die kriegen also insgesamt 2 Eisentore rein. Da legt man die 30 Stück erstmal ganz kurz aus der Hand. Ach nee, wir brauchen ja erstmal den anderen Spaß hier. Das und das, glaube. Wir müssen ja hier erstmal das da. Da haben wir aktuell keine in der Nähe. Und wir müssen... Müssen wir den Steinmetz oder die Schmiede bauen? Okay, da fehlt uns... Okay, da fehlt uns einiges. Dann muss ich noch mal ganz kurz zurück Kupfer holen. Wenn wir noch so viel haben. Weil das ist das Einzige, was wir momentan nicht mehr eingeschmolzen haben. Und hergestellt haben. Oh. Okay. Da müssen wir doch mal ganz kurz. Da müssen wir doch mal ganz kurz. Und hier kam noch mal ein Eis raus. Ja. So. Einmal Wurstelfutter an. Wir haben nur ein Bronze. Das ist low. Wie viel brauchte ich jetzt für den einen Tisch? Hier, ach, hier brauche ich noch... Oh, hier braucht er... Ja, okay, dann nehmen wir halt einfach nur das Kupfer. Warum hab ich hier... Bronzenägel? Das Eisen erstmal da rein. Ja, das ist jetzt auch die Kampfaxt, die Gewicht, ne, 2,5 bloß. Wenn ich jetzt das hier rauslege, ja, okay. Okay, dann weiß ich, woran das mit dem Gewicht liegt. Und ich muss dann natürlich noch Steine holen. So, aber jetzt das. Ich habe die Kohle vergessen, ich Dulli. Oh, leg mal den Streitkolben mit aus der Hand. Das ist meine Einhandwaffe. Die Axt ist meine Zweihandwaffe. Und die Holzaxt ist, ja, Werkzeug und Ersatzwaffe. Die Wikinger haben ja früher nicht nur mit einer Axt gekämpft. Die hatten auch Schwerter, Streitkolben, Speere, alles Mögliche, wenn man es so nimmt. Aber hauptsächlich haben sie mit der Axt gekämpft. Und ist auch klasse. Also, ja. So, dann einmal die Schmiede und einmal das Ding. Das wird dann alles wieder abgerissen. Ist klar. So. Die kostet mich ja nur 4 Eisen, also... Ich sag mal so, das ist nicht wirklich viel, was wir hier gerade verbrauchen. Da kann ich erst mal das alles zurückwerfen. 4, ich brauche noch 8 Stück. So. Ja. Dann machen wir hier einmal hin. Und hier einmal hin. So.
Da können wir ja gleich mal gucken. Die 7. Da muss wieder repariert werden. Da auch. Die versuchen nämlich auszubrechen, wenn man gehittet wird, um einen zu helfen. Ist ja auch schön und gut. Aber dass die dann halt die Wände und Mauern einreißen, das ist nicht so toll. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu arg übertrieben, ne? So, den Bootssteg hat man ja schon aus Stein gebaut. So, ja, viele Steine haben wir dann auch nicht mehr. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, muss ich welche farmen. Aber das ist nicht das Problem. Steine gibt es ja wie Sand am Meer. Ich hoffe, das reicht aus bis hierher. Die 7. Ne, der Steinmetz reicht nicht bis dahin. Warum auch immer. So. Dann bauen wir den dahin. Dann reicht das auch. Bauen und der Steinboden. Erstmal wegmachen hier. Jetzt muss ich mir das mal... Alter, was ist denn hier los? Jetzt muss ich mir das mal ganz kurz da drüben angucken. Da habe ich Kernholz mit verbaut. Hü. Tschüss. Kernholz ist verbaut. Okay, dort auch. Da oben dann ein Dach übers Tor. Und da ist ein Torbogen. Ja. Dann heißt, dass ich die hier auf jeden Fall erst einmal nach hier vorne holen muss, weil ich muss die Spikes reparieren. So. Und das hier kann demnach weg. Und wir können mal wieder was futtern. So, also das, das, das Kernholz. Das erste Mal weg. Die muss ich eh komplett neu bauen. Das weg und das weg. Das und das. Kernholz da. Einmal dahin. Einmal dahin. So. Weg. 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 Keine Ausdauer mehr. Weg. Einmal Kernholz. Hallo? Hallo? Nee, du bist ja unten. Ich will dich... Nee, warte, stopp mal. Hä? Hallo? Ich will dich nicht oben dran haben. Ich will dich... Oh, leck mich doch am Hintern, ey. Machen wir das halt jetzt so. Und so. So. Oh. Na dann, so. Oh. Hä, aber wieso? Ah.
Ach, weil das nicht unten dran. Ah, okay. Okay. So. Und jetzt einmal da unten ran. So. So. So und so. Aber jetzt. Na, komm, weg damit. Weg damit. Alles weg hier. So. So und so. So und ich brauche Steine. Und so. Haben wir das schon mal. Jetzt kommt der einmal dahin. Und einmal dahin. Ja, nach vorne geht das, genau. So. Ja, das passt so. So und so. Dann einmal das Dächlein. So. So, da werden die Tore nämlich nicht vom Regen beschädigt. Und das wollen wir ja. So, dann kommt hier sowas hin. Und da. Kriege ich das? Natürlich kriege ich das nicht hin. Machen wir das einmal so. Und so. Kriege ich das hier hin? Natürlich nicht. Also einmal da. Und einmal da. Da haben wir auch die Stützpfeiler jetzt. So wie es zu sein hat. Jetzt muss ich hier raus. Yay. Nicht wundern, ich trinke nebenbei einen Kaffee. Wir haben es aktuell 5.56 Uhr in der Früh. Da darf man sich ja mal einen gönnen. Hier war der Nixenschwanz. Den möchte ich nicht einsammeln. Ja, kurz Ausdauer, Regen. Ja, genau. Draußen muss es ran. Komm ich hier eventuell. Darf ich da. Oh. Oh. Die gehen ja auch kaputt im Wasser. Ups. Oh, ganz ehrlich. Das nervt gerade so. Hui. Scheiß aufs Holz, sage ich da jetzt einfach mal. Wir haben mehr als genug. Das und das Hammer. Ah, Weltspeicher. Jetzt kommt noch das hier. Ich überlege gerade, baue ich da noch eine ran, wenn das geht?
Nee, geht nicht. Okay. Dann kommt jetzt dieser Spaß. Das da und dahin. Ein zweites, ein drittes und ein viertes. Der Torbogen dazu. Und warum ist die Musik jetzt aus? Und hier brauche ich Kernholz für. Okay. Musik, Hallöchen, wo bleibst du? Ah ne, hier, das Holz brauche ich. Ach, stinkt normales Holz. Ah, okay. So, das war der 7. So und so. Ja, jetzt habe ich die Attacke ausgewählt. Ich dulli. Aber da hätte man das hier auch fertig. Das Tor ist jetzt auch safe. Das werden wir noch mal reparieren. Was? Alter, aber jetzt! Hui! One-Shot! Beziehungsweise One-Hit. Holy, was hat denn der jetzt abgeschossen hier? Ah, okay. Okay, da machen die halt doch noch minimalen. Ich sehe da was, was ich nicht sehen will. Minimalen Damage. Ich sehe dort etwas mit grünen Augen, ne? Scheiße, fast. Boah. Geil. Der Jägerbogen hat es auf jeden Fall in sich. Hallo, Musik. So, gehst du bitte wieder an? Das wäre reizend. Ja, anscheinend will die Musik nicht. Was ich ein bisschen schade finde. So, wir werden uns jetzt hier ausruhen, die Nacht überspringen. Die Folge ist auch schon viel zu lang. Den zweiten Steg werde ich dann offscreen bauen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. In der nächsten Folge ist dann auch der Dark wieder mit dabei und dann werden wir uns rüsten für den nächsten Endgegner. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.